Liebe Grillfreunde, heute haben wir wieder einmal einen Touch-Ofen vor. Also nichts am Grillen, aber so in den Pott drinnen, das macht schon Spaß und vor allem, es gibt euch irrsinnig viel Zeit. Wir haben da einen klassischen Schweinsbraten, ganz so klassisch ist es nicht. Wir dann den spicken mit unseren Dörrpflaumen, mit den Zwetschgen und dann ein bisschen Gemüse dazu. Knoblauch und unsere Zwiebel darf nicht fehlen, Karotten grob geschnitten, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Als allererstes müssen wir mal unseren Touchofen vorheizen. Ich habe da so ein mittleres Gerät, einen 12er, einmal vorbereitet und da muss man jetzt einmal schauen. Ich habe da Kohle schon vorgeheizt. Da werden wir mal unten eine Menge geben. Wer sich fragt, wie viel, Faustregel beim Touchofen, unten immer ein Drittel der Menge, die man oben hin tut, ist für alle nicht klar, aber wir haben 15 bis 18 heute einmal unten und oben werden wir so 20 bis 24 geben. So, Mathematik einmal, 2, 4, 18, 12, 18, ja, muss nicht knapp sein, das passt schon, aber natürlich oben immer etwas mehr. Das heißt, oben etwas mehr, das würde ich mir da gleich drauf tun. Ja. Gleich mal umstellen. Da ist noch kein Öl drinnen. So. So, und das jetzt schön gleichmäßig am Deckel verteilen. Die kleinen Bruchstücke, die helfen uns da nicht so viel. Man muss schon schauen, dass man die großen Kohleteile nachher nimmt. Und das nochmal kurz überprüft. Schaut ganz gut aus. Die restlichen, heute seht ihr, es ist sehr windig. Das wird bei euch auch mal sein. Lege ich mir da zum Windschutz her. Kann ich da reingießen. So. Das lege ich mir da zur Seite. Dann habe ich noch ein bisschen an Munition, wenn ich wegen dem Wind etwas mehr brauche. Aber das wird reichen. Wie gesagt, 15 bis 18 unten, 20 bis 24 oben von der Kohle und dann passt das gut. So, nachher werden wir sie dann noch hier das Dach nehmen. Ihr seht, heute ist es ein bisschen windig und so ein Windschutz, das schaut auf gar keinen Fall. Und wir werden uns einmal ums Fleisch machen. Da haben wir unsere Bratelwürzung. Es ist in so große Behältnisse abgepackt. Ihr werdet es dann sehen, da braucht man schon eine Menge, die wir da zugeben. Du kannst rechnen, dass da auch wirklich einiges aufgeht von der Oberfläche. Und darum bei den Grillgewürzen haben wir eine kleinere Packung. Aber alles, was jetzt so für große Braten ist, ja, ist schon gut, wenn dementsprechend eine Menge da ist. Wie spickt man das Ganze? Da habe ich ganz einfach einmal ein Messer. Das ist etwas schlanker. Somit kann ich da das Fleisch nur, sage ich mal, nicht zu stark einschneiden und werden sie da einfach leicht schräg von hier oben so Taschen schneiden. Mal schauen, je nachdem, wie weit euch die süße Richtung gefällt, könnt ihr da schon diese Augen zwischen 4 bis 6 Mal einschneiden. 3, 4, 5, ich werde sie so in etwa 5 Mal machen und werde jetzt da unsere Dörrzwetschgen schauen, dass wir die da reinbringen. Also wirklich macht es nur feine Schlitze, dass das Fleisch nicht ganz zerschnitten ist. Und die restlichen, die überbleiben, die geben wir dann in den Touchofen hinein. Das gibt dann noch ein super Safterl, dieses Süße. Das passt dann ganz super. Aber da darf schon ein Augerl drinnen sein, ja. Also wenn es da geht, wenn das tief genug ist, kann man durchaus noch ein zweites drauf geben. So. Leicht schräg würde ich euch raten einzustechen, weil dann habt ihr in dem Bereich ein super Schnittbild und wenn wir dann anschneiden, hoffe ich dann, dass wir auch unsere
Zwetschgeneinlage ganz gut sieht. Wenn man es gerade macht, hat man nicht so viel Chance, dass man die Zwetschge dann auch sieht und trifft. Wunderbar, alles drinnen, alles verstaut. Jetzt geht's an die Würzung. Ihr könnt es abwägen. Ja, das über die Waage gibt's, hast bei einem 3 Kilo Schopfer ca. 6 Decker vom Gewürz. Und man kann auch noch eine Prise Salz geben. Wer über die Gewichtung geht, über 2 Decker würde ich nicht geben. Und dann passt es. Wer noch schwarzen Pfeffer liebt, etwas mehr, kann das genauso machen. Aber grundsätzlich ist in unserem Bratelgewürz, das ihr auch auf der Homepage ganz bequem bestellen könnt, alles drinnen, was man da so für einen Schweinsbraten braucht. Die Basis, Salz, Pfeffer, Knoblauch, habt ihr so ein bisschen die Zwiebelnote dabei und natürlich, was da wunderbar ausriecht, der Kümmel, der darf nicht fehlen. Ja? Also es muss keine Waage bei der Hand sein, einfach wirklich gut angepresst, einmassiert, rundherum und dann passt es. Das Ganze machen wir jetzt halt live. Aber ich empfehle euch, macht es bitte am Vortag. Ihr könnt es auch in einer Folie noch einstretchen, damit es nicht austrocknet. Aber dann zieht es richtig gut ein und dann habt ihr auch im tieferen Bereich einen wunderbaren Geschmack. Also die Vorarbeit ist überschaubar, die wir da geleistet haben. Ich stelle mir das da schon her. Jetzt geht es nur mehr daran, dass ich da jetzt meine Zwiebel dazu schneide, einfach einmal halbieren, vierteln, dritteln, dann je nachdem, wie ihr gerne möchtet. Das fällt dann eh etwas voneinander und dann passt es. So, bitte nicht zu klein schneiden, lasst sie schön grob, dann erhält es eine Textur. Es bleibt dann gut zum Essen, wird dann nicht so ganz matschig. Ja, bei der Karotte, da kann man auch so kleine Portionsstücke machen, dass man da wirklich am Teller dann was hat, so könnt ihr es dann gleich anrichten. Das passt dann auch wirklich super. Und dann hat man alles dabei. Und natürlich, was haben wir vorher beim Gewürz schon gesagt, Knoblauch gehört dazu als Essenz. Ja, den haben wir da natürlich in der Reinform dann genauso. Da auch wiederum grob. Manche wollen das dann sehr gerne beim Essen. Manche sind froh, wenn es grob genug ist, dass sie es wieder herausfischen können. So wie meine Kids. Die fischen das dann. Die mögen das so nicht, aber ich liebe den Knoblauch da drinnen. Und das werden wir natürlich so alles dazugeben. Solltet ihr ein paar Knochen zu Hause haben, ja, bitte tat's die Schweinsknochen mit hinein. Es ist perfekt, wenn wir also gern ein Schwaffel, Schweinsschwaffel oder Schweinshaxel nimmt. Alles perfekt, hilft euch beim Gelieren, bringt einen guten Saft. Aber genug gesprochen, jetzt muss der Braten, wird fast gesagt, in die Röhre. Nein, wir müssen in den Touchofen rein. Wir brauchen dann noch die Suppe. Und was wir auf alle Fälle brauchen, so ein Raps-Graumannöl müssen wir da noch dazu tun, dann passt es. Ein bisschen Durst habe ich auch gekriegt. So. Ja, dann haben wir eigentlich alles benannt, was wir so brauchen. Jetzt nehmen wir uns einmal den Deckel weg. Dazu gibt es einen Deckelheber oder mit einer Zange, wie auch immer. Der Heber ist eigentlich ein lässiges Gerät, ihr seht, sie fixiert ist, drückt da drauf, geht in die Höhe und wir sehen, da drinnen ist es schön heiß. Also als allererstes dann einmal unser Öl eingießen. Also gut vorgeheizt, wunderbar. Sehen da schon von der Thermik. Dann tue ich immer auf der Oberseite, ja, das als erstes anbraten. Ich schließe den Deckel, dass das Ganze verstärkt ist und die Oberhitze mir da noch hilft.
Jetzt, wenn man sich fragt, wie kennt man denn das, dass es jetzt die obere oder die untere Seite ist beim Schopfbraten? Grundsätzlich einfach, wenn ihr ein Schwartel drauf habt. Ihr kennt es zum Beispiel, beim Bauchfleisch ist immer die Schwarte. Man kann die Schwarte am Anfang kurz anbraten, dreht sie dann aber um, damit die Schwarte auf Dauer nach oben ist. Also beim Schopf oben, wo ich eingestochen habe, das wäre die obere Seite. Innen merkt man es gleich. Da ist das Fleisch vom Knochen gelöst worden, dort wo geschnitten wurde. Das kehrt dann auf Dauer nach unten. Und das werden wir dann ja gleich umdrehen, dass wir das dann wirklich machen können. So, jetzt ist noch die 3-4 Minuten angebraten genug. Und jetzt drehen wir das Ganze um und befüllen unseren Topf. Wunderbare Farbe. Das riecht. Jetzt hebe ich das Ganze nochmal an, dass es ein bisschen heraus ist. Wie versprochen. So, unsere Rindsuppe aufgegossen. Wunderbar. Was ich noch mache, ein bisschen was von unseren Gewürzen noch dazu. Ach, das riecht unglaublich gut. Und den Deckel drauf. Und ihr seht, boah, heute ist richtig windig da. Da macht es schon Sinn. Wir werden jetzt da noch ein paar Kohlen dazulegen, damit wir da ein gutes Ergebnis haben, nur von der Oberhitze. Dann werden wir unser Deckel als Windschild nehmen und jetzt kann ich wieder ein bisschen Bier trinken gehen, da jetzt einmal sauber machen, weil da habe ich ja einiges jetzt bei der Arbeit sage ich mal, schmutzig gemacht, kann mich vorbereiten, aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt einmal so 1,5 Stunden nichts zu tun und kann mich ganz einfach meinen Leidenschaften, aha, da drüben höre ich gerade, ich soll Rosenmagen gehen oder so, also das höre ich nicht so gern, werde ich nicht mehr sagen, aber wir haben dazwischen wirklich Zeit, die Zeit kann man nutzen, wie man möchte, Radler trinken oder Rasen mähen. So, da, Zwölfeleiten hört man im Hintergrund, jetzt geht es Pradl raus. Rosenmann war ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Ja, ihr seht Kohle fast weg, nur mehr ganz kleine Stücke sind da. Wow, das riecht schon echt verdächtig gut. Mal kurz einen Kontrollblick. Wow, schau, wie das brutzelt. Ein Traum. Es ist uns gelungen. Lass ich mich nicht verbrennen, nehme ich da gerne immer mein Hangerl dann. Schaut euch das an, wie das brutzelt, ein Traum. Ah, super. Schaut euch die Farbe an. Ganz super, ganz super. Gemüse, alles da. Da muss ich gleich einmal schauen. So ein Karottel. Heiß wie Sau. Und da bin ich jetzt schon ganz gespannt auf die erste Schnitte. Das ist ein richtiges Bratl. Und da seht ihr schon, ein kleines Auge lächelt mich an. Das zweite habe ich ein wenig nicht erwischt, aber das macht nichts. Also so kann das dann ausschauen. Wunderbar. Und das würde ich da gleich einmal so ein bisschen anrichten am Teller, würde ich sagen. Und rundherum werden wir dann unser Gemüse dazu tun. Ja, boah, da muss ich ja jetzt unter die Fischer gehen. Ihr seht da die Karotten.
wunderbar knackig geblieben. Die Kante ist da, der Zwiebel hat da seinen Saft abgegeben. Die Dörrzwetschgen hat es auch überlebt. Und das Saftal, was da drinnen ist, das will man natürlich da noch einmal dazugeben, damit man das auch wirklich schön sieht. Ah, und da habe ich noch ein bisschen einen Thymian dazu, dass wir auch ein bisschen eine grüne Kräuternote da noch haben. Ich kann euch sagen, mit Saft, ohne Saft, traumhaft. Bitte, tat euch das auch, kauft euch einen Schopf und eine in den schwarzen Pott, der Dutch-Ofen hat wirklich für euch viel Zeit für die Gäste, aber nur ihr müsst ungefähr 2-2,5 Stunden einplanen. Wenn euch das taugt hat und das Ergebnis, glaube ich, das spricht für sich, schaut bei uns auf YouTube bei den anderen Rezepten oder mal eine Produktvorstellung, wenn euch ein Gerät passt. Die Zutaten, die wir haben, könnt ihr optimal bei uns im Shop bestellen. Da jetzt zu dem Bratl wäre für mich ein Tipp, da die Senfsoße dazu und da hätte es eine optimale Abrundung. In dem Sinn gibt es nur eins, bleibt am Grill oder am Dutch-Ofen und alles Gute, bis zum nächsten Video.